Dieser Spielbericht wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Der Damm ist gebrochen, die Durststrecke beendet und die Potsdamer im Jubeltaumel. Nach 4 Niederlagen in Folge hatte es am 8. Spieltag endlich wieder sollen sein und die Adler schlugen den TSV Burgdorf 2 in einem furiosen Heimspiel mit 27-25. Ja, also es ist wirklich super. Wir sind alle, die komplette Mannschaft ist sehr erleichtert, dass wir endlich wieder gewonnen haben, vor allem noch hier vor dem Publikum zu Hause. Und es ist eine Riesenerleichterung. Ja, uns ist natürlich alle ein Stein vom Herzen gefallen. Die letzten Spiele waren nicht gut. Die Trainingswochen dementsprechend, weil einfach natürlich der Druck immer mehr gestiegen ist. Wir waren, glaube ich, Vorletzter vor diesem Spiel. Wenn man 4 Spiele verloren hat, ist das einfach im Kopf drin. Man möchte unbedingt gewinnen, das hat man doch gesehen. Es ist aber nicht so einfach, weil es halt im Kopf drin ist. Und von daher ist es schön, dass es heute einfach geklappt hat, weil das ein bisschen Entspannung bringt. Von Entspannung war vor dem Anpfiff aber noch nichts zu spüren. Allen war klar, dass heute definitiv ein Sieg her musste, um in der Tabelle nicht komplett abzurutschen. Auf der Platte waren dann trotzdem erst einmal die Burgdorfer am Drücker und gingen nach knapp 3 Minuten mit 3:1 in Führung. Die Potsdamer mussten also antworten und das taten sie auch. Allen voran Josip Simic, der hier mit seinem ersten Treffer der Partie den Anschluss wiederherstellte und eine Aufholjagd der Gastgeber einläutete. Torwart Jan Jochens, der heute für den angeschlagenen Fabian Pellegrini im Kasten der Potsdamer stand, glänzte bereits frühzeitig mit mehreren Paraden, die sein Team mit schnellen Offensivabschlüssen auch gut zu verwerten wusste. Nachdem Josip Simic dann auch das 6:3 erzielte, musste TSV-Coach Heidemar Felixson die erste Auszeit nehmen. Doch auch diese konnte den Lauf der Gastgeber vorerst nicht stoppen. Sie bauten den Vorsprung in den nächsten Minuten auf bis zu 7 Zähler aus. Die Burgdorfer waren nun aber auch wachgerüttelt und nutzten im Gegenzug einige Fehler der Potsdamer aus, um bis zur Pause auf 3 Zähler heranzukommen. Trotzdem waren die Gastgeber in Halbzeit 1 das spielbestimmende Team. Dies galt es nun aber auch in der zweiten Hälfte zu zeigen, denn schon im letzten Heimspiel gegen die Mecklenburger Stiere konnten die Adler ihre 3 Punkte Pausenführung nicht verwerten und vergaben die 2 Punkte in der zweiten Hälfte. Die erste Halbzeit lief sehr gut, es hat alles sehr gut geklappt. Wir haben sehr wenig Fehler gemacht. Dafür hat die gegnerische Mannschaft eigentlich fast wie keine Chance gehabt im Angriff. Unsere Abwehr stand robust und somit haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit sehr dominiert. Im Vergleich zum letzten Heimspiel sah es dieses Mal nach dem Wiederanpfiff aber wesentlich besser für die Gastgeber aus. Das Team kam stark aus der Kabine und konnte den Vorsprung auch weiter ausbauen. Doch auch dieses Mal machten es die Potsdamer spannender als nötig und ließen die Burgdorfer ein weiteres Mal aufschließen. Und nicht nur das, knapp 10 Minuten vor Schluss konnten die Gäste sogar mit 23:22 in Führung gehen. Die letzten 10 Minuten waren dementsprechend ein echter Handballkrimi. Die Zuschauer in der MBS Arena unterstützten ihre Mannschaft aber lautstark und das zeigte seine Wirkung. Auch in den Schlussminuten war Jan Jochens oft der Rückhalt, den seine Mannschaft brauchte. Er verhinderte auch hier gleich mehrere Tore der Burgdorfer und machte ein herausragendes Spiel. Knapp 30 Sekunden vor Schluss zog Josip Simic mit seinem 9. Treffer des Tages dann den Schlussstrich zum 27:25. Die Burgdorfer bekamen kurz vor Schluss zwar noch einen 7-Meter zugesprochen, doch Fabian Pellegrini, der extra für diesen eingewechselt wurde, parierte und sicherte dem Potsdamern somit 2 Punkte und den ach so wichtigen Heimsieg. Aber es wurde natürlich immer schwerer.
auch die Worte zu finden für die Mannschaft. Und deswegen ist dieser Sieg jetzt unglaublich wichtig. Vielleicht können wir damit einen kleinen Lauf starten. Wir haben nächste Woche gleich ein schweres Spiel in Altenholz. Aber natürlich ist es erstmal Balsam für die Seele, hier überhaupt mal 2 Punkte zu haben. Unser Ziel war in der Hinrunde noch 5 Siege. Jetzt haben wir einen gemacht, das heißt noch 4. Aber es sind ja auch nur noch 7 Spiele. Das heißt, jedes Spiel genauso vorbereiten und versuchen, gerade jetzt in Altenholz, was eine schwere Aufgabe ist, auswärts was mitzunehmen. Der erste Schritt ist also gemacht. Am nächsten Wochenende steht nun aber erst einmal ein schweres Spiel gegen den Tabellenfünften TSV Altenholz an. Wir sind dann in 2 Wochen wieder mit dabei, wenn die Potsdamer die 2. Mannschaft der Füchse Berlin bei sich in der MBS Arena empfangen. Dieser Spielbericht wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.